Herr Böllerbauer, danke, dass Sie zu mir gekommen sind, zu unserem Magazin Close Up. Sie versorgen das Land mit Heißgetränken, kann man sagen. Mit Ihrem Unternehmen sind Sie steiermarkweit im Einsatz. Das stand aber so eigentlich nicht auf Ihrer Lebensplanung. Sie sind gelernter Schmiedetechniker und waren dann Lehrlingsausbildner bei Böhler. Und ich glaube, dort ist eigentlich der Grundstock gelegt worden für Ihr jetziges Unternehmen. Oder wie war das genau? Das war genau so, wie Sie das jetzt beschrieben haben. Ich habe Schmiedetechniker oder Schmied gelernt und habe dann die Meisterprüfung gemacht, wollte in diesem Beruf damals selbstständig werden, war da bei Böhler beschäftigt und bin dann im Zuge dessen, haben sie dann bei Böhler den Lehrlingsausbilder gesucht und das habe ich dann nützen können und bin dann dort in die Werkschule überstellt oder gekommen und habe dort 13 Jahre lang Lehrlinge ausgebildet. Wir haben dort in der Werkstätte und in der Lehrwerkstätte keinen gut funktionierenden Kaffeeautomaten gehabt. Die Lehrlinge sind immer zu mir gekommen und haben gesagt, ob ich das nicht irgendwie managen könnte, dass wir dort einen Automaten aufstellen könnten, der was funktioniert und so. Und dann habe ich mich halt breitschlagen gelassen und habe dann das vorbereitet und aufbereitet und habe dort dann einige Jahre den Kaffeeautomaten betreut dort mit einer Wiener Firma. Das die Konzession über meinen Bruder laufen gelassen, der hat einen Kantinenbetrieb gehabt und so war das eigentlich mein erster Automat, den habe ich dann von meinem Bruder übernommen und das war eigentlich der Start, ja. Das ist 26 Jahre her. Mittlerweile führen Sie ein Unternehmen, das man als sehr erfolgreich bezeichnen kann. Sie haben 20 Mitarbeiter, HGA heißt das Unternehmen, Heißgetränkeautomaten, aber es gibt ja noch ein Plus hinten dran im Firmennamen HGA Plus. Was hat es mit dem Plus auf sich? Das Plus ist dann in weiterer Folge entstanden. Wir haben dann angefangen, habe ich ja nur mit Heißgetränkeautomaten, weil ich mir immer gedacht habe, das ist ein relativ einfaches Unternehmen und nur mit Heißgetränkeautomaten die Betriebe zu versorgen oder damals die Schule zu versorgen. Und dann ist es aber dazu gekommen, dass wir auch die Kaltgetränke und mittlerweile auch Snacks und mit frischer Jause unsere Kunden versorgen. Also wirklich alles, was man braucht, weil der Kaffeeautomat an sich ist ja in einem Betrieb, in einem Unternehmen total unwichtig. Bis zu dem Zeitpunkt, glaube ich, wo er nicht funktioniert, dann wird es das wichtige Gerät, die wichtigste Gerät. Das sage ich immer, der Kaffeeautomat ist absolut unwichtig, solange er funktioniert und solange, dann wird er nicht wahrgenommen. Er wird Gott sei Dank immer wieder gebraucht, aber er ist eigentlich unwichtig. Wenn er nicht funktioniert, das ist die wichtigste Maschine im Betrieb, dann wird sofort Alarm geschlagen, wenn der Kaffeeautomat nicht funktioniert. Dann ist die Not groß. Ja. Das Ernährungsbewusstsein, das hat sich ja in den letzten Jahrzehnten stark verändert, auch beim Kaffeetrinker. Es ist jetzt der Trend zur ganzen Bohne. Ist es eigentlich bei so einem Automaten umsetzbar mit der ganzen Bohne? Ja, das hat sich sehr verändert. Ich habe vor 25 oder 26 Jahren angefangen, war das reine Instant-Kaffee. Gedenk war damals einfach in und war, hat auch gut funktioniert. Mittlerweile ist es speziell im Office-Bereich so, dass es die ganze Bohne gefragt ist. Ist natürlich auch umsetzbar. Die Automaten sind sehr hochwertige Geräte. Die Technologie der Automaten ist wahnsinnig gestiegen. Man kann auch Automaten mit Instant- und Bohne betreiben. Und das sind wirklich höchste Qualität. Es gibt ja auch in Betrieben immer, sieht man mehrere Automaten. Ist es auch, dass das einfach der Weg vielleicht kürzer sein soll zum Automaten? Der Trend geht natürlich dahin. Der Weg zum Automaten soll kurz sein. Wo man früher zum Beispiel in manchen Betrieben Geräte stehen gehabt haben, wo wir ein, zwei Geräte stehen gehabt haben, da haben wir halt 5 bis 6 Geräte stehen. In jedem Stock steht mindestens ein Gerät und auch, dass die Leute halt wirklich den kürzesten Weg haben und gut versorgt sind. Ist aber vielleicht dann doch ein bisschen mehr Stromaufwand notwendig? Stromaufwand ist mehr notwendig. Wir haben aber, es ist auch so, dass die Geräte wesentlicher stromsparender sind, als wir es vor 20 Jahren waren. Sie haben bestimmte
Mechanismus schalten sich automatisch ab, die nicht gebraucht werden. So wie die Lüftung, die schaltet sich nur ein, wenn, das Automat, wenn der Automat wirklich in Aktion ist. Weiters bieten wir natürlich auch an und machen wir auch bei vielen und bei fast allen Geräten, dass es nur, dass es in der Nacht oder in den Standzeiten einfach das Gerät abgeschalten ist und nur wirklich nur dann der Strom verbraucht wird, wenn das Gerät aktiv sein soll. Die Frage war deswegen, weil ich ja weiß, dass dieser Umweltgedanke, Ressourcenerhalt für Sie persönlich sehr wichtig ist und dass Sie das ja auch in Ihrem Betrieb umsetzen. Sie haben ja da verschiedene Maßnahmen schon gemacht, sind ein Ökofit-zertifizierter Betrieb. Ja. Was genau machen Sie da? Wir haben aufgrund diesen Kurs, was wir da besucht haben, oder die Öko-Zertifizierung gemacht haben wir dann eben die Automaten, sämtliche Automaten umgestellt und alle neu aufgestellten Automaten werden mit einer Zeitschaltuhr aufgestellt. Das heißt, dass sie wirklich nur Strom verbrauchen, wenn das nötig ist. Wir haben im Betrieb selber einige Umstrukturierungen gemacht. Wir heizen unser Heißwasser, was wir brauchen im Betrieb, mit Solaranlage. Wir haben ein Elektroauto angeschaffen, werden das nächste Auto zu 100%ig Elektroauto sein. Wir schauen da, dass wir sehr vorbildlich vorgehen, sagen wir mal. Bleiben aber noch die Becher? Wir schauen, dass wir von den Kunststoffbechern wegkommen und zu 100%ig kompostierbaren Papierbechern kommen. Bis ins Detail durchdacht eigentlich. Ja. Also der Umweltgedanke, ja, der ist schon sehr, groß. Ja, schon sehr umweltbewusst. Man kann das Ganze ja jetzt durchaus als sehr erfolgreich bezeichnen, würde ich sagen. Was denken Sie, war der Schlüssel zu Ihrem Erfolg? Der Schlüssel zum Erfolg, glaube ich, wenn man selbstständig wird, ist es so, dass man immer fair mit dem Kunden umgeht, dass man den Kunden wirklich fair behandelt. Ich bin immer erst dann zufrieden, wenn der Kunde zufrieden ist. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg. Was bedeutet Ihnen dieser Erfolg? Erfolg bedeutet mir, wenn ich ruhig schlafen kann, dann ist es für mich ein guter Erfolg. Wo viel Licht ist, gibt es natürlich auch Schatten. Und es gibt immer, wenn jemand erfolgreich ist, auch Neider. Wie begegnen Sie diesen? Mein Spruch ist immer so, Neid muss man sich mühevoll erarbeiten. Wenn man richtige Freunde hat, das ist nicht neidig. Und ich glaube, es gibt immer weniger Neider, Gott sei Dank. Ich gehe mit denen recht gut um, weil ich mir keine Schuld bewusst bin, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Und ich zu dem, was ich mir dann leisten kann, das, zu dem stehe ich auch, muss ich sagen. Also wirklich authentisch leben, das ist so Ihr Ziel. Jeden Tag am Abend in den Spiegel schauen können, oder? Ja, auf jeden Fall. Sie sind ja quasi ein Familienbetrieb, Sie arbeiten gemeinsam mit Ihrer Frau. Wenn man so 24 Stunden am Tag zusammen ist, wie funktioniert das? Das ist eine gute Frage, das ist nicht leicht. Wir waren gestern 41 Jahre verheiratet. Die schwierigste Zeit war das, wie die Frau in den Betrieb gekommen ist. Meine Frau war ja viele Jahre auf der Bezirkshauptmannschaft in Bruck tätig. Er war dort Referatsleiterin. Ich habe den Betrieb geführt und wie die Frau in den Betrieb gekommen ist, war das die schwierigste Zeit für uns. Mittlerweile geht es sehr gut und funktioniert sehr gut, aber die Zusammenarbeit, bis wir uns einmal richtig zusammengefunden haben, ist es sehr, sehr schwierig. Man, so wie Sie sagen, 24 Stunden ist man da beieinander. Du darfst dann nicht alles so ernst nehmen, wie es ist. Und du kannst mit der Frau natürlich nicht so umgehen, wie ich mit der Mitarbeiter umgehe, weil ich mit ihr dann am Abend wieder im Bett bin und mit ihr wieder zusammensitze und man ist 24 Stunden beieinander. Ist die schwierigste Zeit unseres Lebens gewesen, bis wir uns zusammengefunden haben. Und das hat schon einige Wochen oder sogar ein Jahr gedauert, dass das wirklich funktioniert hat. Aber dann ist es zum Glück gut gegangen, 41. Hochzeitstag. Es ist Gott sei Dank sehr gut ausgegangen und ich bin sehr, sehr froh, dass die Frau im Betrieb ist. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, dann hält man erst richtig zusammen und dann weiß man für wie und für was man das macht. Also es schweißt schon auch zusammen? Sehr, ja. Gibt es Nachfolger für Ihren Betrieb? Wir haben eine Tochter, die Tochter ist aber nicht interessiert, den Betrieb weiterzuführen. Sie wohnt in Deutschland, hat da draußen einen sehr guten Job, behauptet sich sehr gut. Ich habe kein Problem damit, jetzt habe ich kein Problem damit mehr, dass ich das nicht machen will,
da ich ja selber noch sehr gerne arbeite und ich hoffe, dass ich das noch lange machen kann. Wir haben sehr, sehr gute Mitarbeiter und dann ist es auch, dann macht auch das Arbeiten mehr Spaß, wenn die Mitarbeiter funktionieren. Man kann nicht immer alles selber machen und da ist man auf die Mitarbeiter darauf angewiesen. Wenn das gut funktioniert, dann arbeitet man gern. Wenn man gern arbeitet, dann funktioniert der Betrieb und so ist eben das Rad, muss sich dann richtig drehen und das funktioniert gut. Aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, sich zwischendurch einmal herauszunehmen, einmal ganz abzuschalten, Freizeit genießen. Was machen Sie da am liebsten? Ich bin in der Freizeit vielleicht auch genauso aktiv, als wir beim Arbeiten. Ich habe viele Jahre Triathlon gemacht und habe dadurch halt immer noch den Bewegungsdrang, auch jetzt in meinem hohen Alter, muss ich sagen, Gott sei Dank. Ich bin sehr viel auf die Berge unterwegs. Ich schaue, dass ich mich halt immer wieder gesund bewege jetzt, sage ich mal, und mache halt einfach Weitwanderungen oder solche Dinge. Ich war zum Beispiel mit einem Freund von mir, vor ein paar Jahren bin ich die 450 Kilometer von zu Hause nach Paris, nach Trieste gegangen. Und solche Sachen mache ich gerne, das funktioniert gut. Wir machen sehr schöne Urlaube. Ich bin ein begnadeter Segler, ich segle sehr gerne. Wir waren erst jetzt wieder segeln eine Woche und das sind unsere Freizeit-Highlights. Und da kann ich mich sehr gut entspannen. Also ich merke immer wieder auch bei meinen Interviewpartnern, es ist die Natur wirklich, wo man am besten abschalten kann. Die Natur, ich bin sowieso sehr, sehr gerne in der Natur, ob das am Berg ist, ob das am Wasser ist. Gott sei Dank haben wir das Glück, dass wir in so einer kleinen Stadt wie Bruck wohnen, direkt am Stadtrand. Ich ziehe in der Früh meine Laufschuhe an, die saus aufs Madeleine und so, und das ist für mich das Beste, was ich mir am besten holen kann, was ich sagen. Ja, dann wünsche ich Ihnen noch viele Laufsegelkilometer, das sind ja die Seemeilen, viel Freizeit und viel Erfolg im Unternehmen und sage danke, dass Sie da waren. Ich bedanke mich, danke für die Einladung, wünsche auch Ihnen alles Gute, Dankeschön. Danke sehr.